Die Reise nach Udon Thani. Ein Bekannter von mir hatte von seinen guten Erlebnissen bei der Arbeit mit dem Rundfunksinfonieorchester Udon Thani erzählt. Du, also bei der Arbeit mit dem Rundfunksinfonieorchester Udon Thani habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Udon Thani ist eine Provinzhauptstadt im Nordosten Thailands. Wir hatten auch Aufnahmen gehört. Es war grandios. Wenn sie europäische Klassik spielen, klingt das nicht wie Beethoven mit leicht asiatischem Touch, wie man vermuten könnte. Nein, es ist manchmal europäischer, als einem lieb ist. Wenn sie sich so ein Werk vornehmen, tauchen sie derart ein in dieses westliche Autobahndenken, dass es immer ein wenig unterkühlt wirkt. Und mein Plan war, ihnen eine Komposition von mir vorzulegen, bei der ich mich bemüht hatte, ein wenig pseudo-asiatische Linien einzubauen, um sie dann von ihnen als europäische Klassik interpretieren zu lassen. Das Ergebnis ist fantastisch. Es klingt wie ein Kampf zweier Welten, wer zuerst den anderen verstanden hat. Eigentlich war es als Instrumentalsong gedacht, doch in uns keimte immer mehr die Idee, einen thailändischen Text darauf zu setzen. Schade, dass es nur instrumental ist. Sag mal, wollen wir da nicht einen thailändischen Text draufsetzen? Also das ist überhaupt die Idee. Uns blieb allerdings nicht viel Zeit und plötzlich waren wir schon wieder in Deutschland. Aber wir hatten ja Freunde dort. Und wenn auch kein richtiger Texter dabei war, Jupin, die Köchin des Orchesters, meinte, sie könne einen Text schreiben. Wir müssten ihr nur einen Urlaub in Deutschland spendieren. Das war ein bisschen wie die Katze im Sack zu kaufen. Wir wussten ja nicht einmal, ob sie wirklich texten kann. Aber erstens kriegt ja eh keiner mit, wenn der Text schlecht ist. Und zweitens hatten wir keine große Auswahl. Also kauften wir Flugtickets. Ich glaube allerdings, sie hat es hier nicht genossen. Sie war nur am Frieren. Und was es hier an Essen gab, ordnete sie wohl nicht in die Rubrik Nahrung ein. Ich habe den Urlaub in Deutschland nicht genossen. Ich war nur am Frieren. Und was es da an Essen gab, kann man ja wohl kaum als Nahrung bezeichnen. Ich glaube, die wissen gar nicht, wovon der Text überhaupt handelt. Aber wir hatten unseren Text. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon er handelt, aber das ist egal.